Was geht ab? Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin leicht erkältet. Wir sind in Medina angekommen und heute haben wir ganz besondere Sachen vor, denn ich möchte euch Medina zeigen. Wir gehen zur Masjid al-Nabawi, das ist die Prophetenmoschee. Dort werde ich euch auch die Rauda zeigen, also den Ort, wo unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam begraben ist. Dann werden wir zur Kuba-Moschee gehen. Das ist die erste Moschee, die von unserem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam gebaut worden ist. Und für ein Gebet dort kriegst du den gleichen Lohn wie für eine Umrah. Wir werden ein bisschen essen, wir werden euch links, rechts zeigen. Also dieser Vlog wird wild. Heute wieder mit dabei. Guck mal, der sieht aus, als ob der gerade aus Ägypten eingeflogen ist. Wir haben einen Termin, den müssen wir einhalten. Bei der Rauda, da gehen wir jetzt hin. Let's go. Ein kleiner Einschub am Rande, Freunde. Während ich in Medina war, hatten wir einen Restock bei Five Prayers. Ihr wisst, die Marke, die ich rausgebracht habe. Und ich küsse eure Herzen. Die Hoodies waren ja sofort weg. Wir hatten einen Restock. Nochmal 300 Hoodies sind reingekommen. Also, wer Lust hat, kann sich die Hoodies gönnen. Sind wahrscheinlich auch relativ schnell weg. www.fiveprayers.de. Wie auf den Straßen muss man immer aufpassen. Man könnte jeden Moment zerquetscht werden. Seht ihr, wie ich es gesagt habe. Und da hinten seht ihr den Masjid al-Nabawi. Und davor sieht man schon diese Sonnenschirme. Die fahren sich aus und ein. Guckt euch mal diese gigantische Baukunst an. Soweit ich mich nicht ganz irre, ist das sogar deutsche Architektur. Guckt euch das mal bitte an. Subhanallah. Da hinten ist der Eingang zur Moschee. Da gehen wir aber jetzt nicht hin. Wir müssen nämlich auf die andere Seite. So, und das ist der Eingang zur Rauda. Wir warten jetzt hier. Wir sitzen. Gleich geht die Gruppe rein von uns. Das sind mehrere Gruppen, die gehen rein, bleiben 10 Minuten drin in der Rauda und kommen dann wieder raus. Für die, die nicht wissen, was die Rauda ist. Die Rauda ist der Platz zwischen dem Hause unseres Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und dem Podest, wo er jeden Tag hin und her gegangen ist. Wenn er zu seinem Volk, also der Sahaba, gesprochen hat etc. pp. Und diesen Weg hat er immer wieder benutzt. Und in einer authentischen Überlieferung heißt es, dass unser Prophet, Frieden und Segen sei auf ihm, gesagt hat, dass dieser Weg einem der Gärten aus den Paradiesgärten gleicht. Das heißt, für uns ist das ein Stück Paradies. Und dieser Rauda ist übrigens auch da, wo unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam begraben liegt. Das heißt, seine Grabstätte ist direkt in der Nähe. Es ist für uns Muslime ein sehr spiritueller Ort. Über den Eingang 39 sind wir dann schlussendlich zur Rauda auch gelangt. Und es ist Sunnah im Islam, dass man dort an der Rauda 2 freiwillige Gebetseinheiten betet. Also 2 Raka. Ihr seht, wie wunderschön es schon von innen aussieht. Um nochmal ein bisschen näher auf die Rauda einzugehen. Unser Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, wurde in seinem eigenen Hause begraben. Das heißt, direkt neben der Rauda, also dem Weg zwischen seinem Haus und dem Podest, von wo er aus zu seiner Gemeinschaft, also zu Sahaba, gesprochen hat, liegt direkt inzwischen neben seinem Grab. Was für uns Muslime dazu führt, dass es ein noch besonderer Ort ist. Und an dieser Stelle sieht man auch genau dieses Stück. Denn rechts daneben, da kommen wir gleich zu, ist das Grab von unserem Propheten. Und direkt dort in diesem eingezäunten Bereich, was ihr hier seht, da ist die Rauda. Und hier seht ihr es, laufen wir dran vorbei an dem Grab unseres Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. So, wir sind jetzt raus. Ihr seht, hinter uns ist die Grabstätte unseres Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wir haben es wirklich geschafft, auf der Rauda, also auf der Strecke zwischen seinem ehemaligen Haus und seinem Podest, eine Gebetseinheit zu erledigen. Wenn ihr es auch schon gemacht habt, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Gebete annehmen. Ihr könnt euch vorstellen, wie wichtig dieser Ort für uns Muslime ist. Denn Medina ist die zweitbedeutendste Stadt im Islam überhaupt und unser Prophet und nicht nur unser Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, sondern auch seine wichtigsten Gefährten Abu Bakr und Omar radiallahu anhu liegen hier begraben. So, jetzt sind wir wieder auf dem Vorplatz und jetzt zeige ich euch den Masjid al-Nabawi. Insgesamt ist Medina viel ruhiger als Mekka. Das heißt, hier sind die Leute ein bisschen gechillter, hier ist auch weniger los. Es ist auch ein bisschen günstiger, muss man dazu sagen. Und es ist auch ein bisschen sauberer. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass auch hier weniger Touristen hinkommen als nach Mekka. Natürlich immer noch extrem viele, aber weniger als die Millionen von Menschen, die zu Kaaba pilgern. So, das ist Gate Nummer 5. Wir sind jetzt hier in der Masjid. Ihr seht, wie wunderschön. Hier kannst du, wenn du willst, Koran lesen. Du kannst hier auch trinken. Und das natürlich alles neben der Hauptgebetszeit. Du kannst dich hier den ganzen Tag aufhalten. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Und da jetzt gleich schon das Gebet ist, das Nachmittagsgebet, das Asr-Gebet, werde ich das hier in der Prophetenmoschee beten. Denn die Gebete hier sollen 1000-mal so viel wert sein wie Gebete in anderen Moscheen. Ausgenommen von der Masjid al-Haram, also da, wo die Kaaba steht, wo ein Gebet 100.000-mal so viel wert sein soll wie ein Gebet in einer anderen Moschee. Wir beten jetzt in der Jamaat das Asr-Gebet und gleich geht das Video weiter. We are of the Ministry of Al-Hajj and Al-Umrah.
Ah, okay. Okay. We filmed an interview with people. Freunde, ihr habt gerade gehört, ich werde bald auf der offiziellen Seite des Ministeriums für Hajj und Umrah sein. Die haben mich sogar gefragt, ob die auch ein bisschen Filmmaterial von mir mit benutzen dürfen. Freunde, was für eine unfassbare Möglichkeit. Ihr müsst euch mal vorstellen. Wir sind da, wir warten auf Asr. Wir haben nicht die Kamera draußen oder sonst was. Und einfach das Ministerium für Hajj und Umrah sagt, ey, können wir was drehen. Ich habe mit den Brüdern noch Nummern ausgetauscht. Die meinten, wenn ich das nächste Mal hier bin, soll ich Bescheid sagen. Subhanallah. Ich bin jetzt hier, ich treffe mich nochmal kurz mit dem Bruder, denn ich gebe ihm noch die Dateien von dem Mekka-Video, weil die wollen das auch einbauen. In der Zwischenzeit ist das Video schon online gegangen. Ich blende es euch ein. Ihr könnt gerne bei denen auf Twitter vorbeigehen und ein Like dalassen. I'm very lucky. Allah subhanahu wa ta'ala blessed me. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. I wanted to do Hajj, but then friends told me maybe you do Umrah first. Come with us. It's in Ramadan. And the reward for it, if you do Umrah in Ramadan, like the Hajj with the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It was so perfect. Subhanallah, it's so beautiful. Mecca is beautiful and I'm really grateful to be first in Mecca then Medina, because Mecca is fast, a lot of people, but it's very spiritual. And if you come here to Medina, you come down. Wir sind gerade dabei, den Tawaf zu vollziehen. Wir haben schon 2 Runden gedreht und noch 15 offen. Everything here is really easy, I think. If you want to go to Rauda, we downloaded the app, we booked, we was there 20 minutes ago. I've went to very big cities in my life, in different countries, and I've never seen so many people on a little small space, and everything works perfectly fine. Because the organization behind it and our deen forms us so that nobody disturbs the other person. I think that's such a beautiful thing for Saudi Arabia, or especially for Mecca and Medina. So Freunde, wir warten jetzt auf Iftar, also auf das Fastenbrechen. Die legen hier immer so Plastikbahnen aus, damit man hier drauf essen kann. Man kriegt so Pakete, das habe ich euch in meiner Story schon mal gezeigt. Da ist Wasser drin, da ist ein kleiner Keks drin, meistens auch ein Fruchtsaft oder ein Cupcake. Und das isst du dann hier gemeinschaftlich. Und wenn du dann quasi fertig bist mit deinem Fastenbrechen, dann betest du das Abendgebet, also Maghrib. Und dann, wenn du willst, kannst du rausgehen und in einem Laden oder zu Hause oder sonst wo ordentlich nochmal essen. Aber die meisten, die bleiben dann noch. Die warten dann circa noch so eine Stunde, anderthalb, bis das Nachtgebet ist. Und nach dem Nachtgebet gibt es noch das Tarawih-Gebet. Und dann bist du quasi komplett fertig. Und die meisten warten noch ein bisschen, weil diese Dattel, das Wasser, dieser Cupcake, die sättigen dich schon genug. Und dann kannst du später ein bisschen mehr essen. Krass, diese Pakete sind anders als die in Mekka. Wir haben hier frischen Joghurt, wir haben ein Laib Brot und wir haben Datteln. Freunde, das ist das beste Iftar, was ich jemals hatte. Du hast hier so eine Gewürzmischung, die kippst du halt in diesen Joghurt rein. Es schmeckt so unfassbar gut. Ich habe das Brot noch reingerieben. Der Tee schmeckt minzig trotzdem. Sag mal ehrlich, wie findest du den Tee? Unglaublich. Ehrlich? Ich krieg meine Backen gerade. Helva, das Brot, die Datteln. Es ist einfach, ey, wir haben hier, ist das Milch? Was ist das? Warme Milch? Kakao? Gula. Das ist einfach. Warme, gesüßte Milch. Ich krieg meine Macken gerade. Was passiert hier? Ja. Es ist wirklich das beste Iftar. Alhamdulillah, was ich jemals hatte. Alhamdulillah. So Freunde, das Abendgebet, das Maghrib-Gebet ist gesprochen. Wir haben unser Fasten noch gebrochen. Gehen jetzt raus. Die Leute waren noch unfassbar nett. Die haben mit uns geteilt, selbstgemachtes mitgebracht. Und die haben gesagt, morgen an der gleichen Stelle wieder treffen. Also die haben sich richtig gefreut. Wir werden jetzt gleich eine Tour machen, also nach dem Nacht- und Tarawih-Gebet werden wir rausgehen. Inshallah noch zu der Kuba-Moschee und vielleicht zum Berg Uhud. Seid auf jeden Fall gespannt, es geht sehr interessant weiter und wir verschwinden jetzt in der Menschenmasse. Freunde, das ist die Masjid al-Qiblatain. Hier stehen 2 Qibles. Und die Geschichte dazu erzähle ich euch gleich. Wir sind jetzt extra mit dem Taxi hierher gefahren, weil ich euch unbedingt diese Moschee zeigen wollte. Hier stehen 2 Qibles. Erstmal für die, die nicht wissen, was eine Qible ist. Qible ist die Gebetsrichtung. Also die Richtung, in der sich Muslime hinwenden, also zuwenden, wenn sie ihr Gebet verrichten. Viele von euch werden den schwarzen Würfel kennen, die Kaaba. Und die Kaaba ist aktuell die Gebetsrichtung, zu der sich alle Muslime hinwenden. Das war aber nicht immer so. Denn damals hat unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeinsam mit der gesamten Gemeinschaft, also mit der Umma, in Richtung Al-Aqsa-Moschee gebetet.
gestartet. Das hat sich erst 16 Monate nach der Auswanderung nach Medina, welche auch Hijra genannt wird, danach hat sich das erst geändert, und zwar in Form einer Offenbarung. Dadurch wurde klar, dass die neue Gebetsrichtung die Qibla, also die Kaaba ist, die in Mekka steht, die wir auch besucht haben, die ihr im letzten Video auch sehen konntet. Diese Moscheen, die wir gerade gehen, die gab es damals aber schon. Das heißt, es gibt hier in dieser Moschee zwei Gebetsausrichtungen. Und das ist die Besonderheit an der Masjid al-Qiblatain. Sieht es auch sehr schön da oben. Da seht ihr die ehemalige Gebetsrichtung Richtung Al-Aqsa-Moschee. Und die wurde eigentlich komplett, das sieht man am Teppich, umgedreht. Und das ist die aktuelle Gebetsrichtung Richtung Kaaba. Hier werden wir jetzt das Nachtgebet sprechen und das Tarawih-Gebet. Das Nachtgebet habe ich euch ja schon erklärt gehabt in dem Vlog, wo ich euch die Umrah gezeigt habe. Das Tarawih-Gebet habe ich auch angeschnitten kurz. Das ist ein Gebet, was man zusätzlich macht im Fastenmonat, was man quasi an das Nachtgebet anhängt. Und das geht ziemlich lang bei manchen Moschees, je nachdem wie schnell der Vorbeter betet, der Imam betet. Manchmal kann es vielleicht nur eine halbe Stunde bis 45 Minuten dauern, was sehr schnell wäre. Ich habe gehört, manche brauchen sogar nur 10, 15 Minuten. Aber normalerweise so eine Stunde, anderthalb, vielleicht zwei, kann allein der Tarawih-Teil schon dauern. Und dieses Tarawih-Gebet gemeinsam mit dem Nachtgebet werden wir jetzt sprechen in dieser Moschee. Und danach werden wir zurück zum Hotel kehren. Von dort aus geht es nämlich mit dem Bus zum Berg Uhud. Da hat eine wichtige Schlacht stattgefunden. Auch da möchte ich euch Einblicke zeigen. Und danach werden wir noch zu der Masjid al-Quba gehen. Und diese Moschee, das ist die erste Moschee, die unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebaut hat. Und diese Moschee hat auch eine Besonderheit. Seid gespannt, dieses Video ist voll mit Informationen. So, wir haben Tarawih gebetet, sind jetzt raus. Aber ich wollte nochmal die Schönheit dieser Moschee festhalten. So Freunde, jetzt sitzen wir im Bus, wir sind unterwegs. Islamquist war ein bisschen krank die letzten ein, zwei Tage. Aber Alhamdulillah, er ist wieder fit. Und die anderen Jungs aus dem Bus sind auch fit. Salam alaikum! Alaikum salam! So, wir sind endlich da. Das ist die Masjid al-Quba. Guckt euch mal an, wie wunderschön sie ist. So, lieber Reiseleiter Islamquiz. Das ist Masjid al-Quba, die erste Moschee, die erbaut wurde im Islam. Wer zu dieser Moschee kommt, vorher Abdest macht oder Wudu, also seine Gebetswaschung, und zwei Gebetseinheiten, also zwei Raka betet, bekommt den Lohn einer Umrah, inshallah. Zum Glück haben wir alle Wudu gemacht. Wir werden jetzt reingehen, wir werden zwei Raka beten, inshallah, und den Lohn einer Umrah bekommen. Inshallah. So. Und so sieht die Masjid al-Quba von innen aus. So Freunde, wir haben die zwei Raka'a gebetet. Inshallah kriegen wir die Belohnung einer Umrah. Und für die Nicht-Muslime unter euch, an die dieses Video auch ganz besonders gerichtet ist, die nicht wissen, was eine Umrah ist. Ich habe das in dem Video, meine erste Umrah habe ich es, glaube ich, genannt. In dem Video habe ich es erklärt. Und zwar ist das die kleine Pilgerreise im Islam zur Kaaba, also zum Masjid al-Haram. Und diese Belohnung kriegst du, wenn du hier in Medina, eine Stadt, die ungefähr 460 Kilometer entfernt ist, mit Gebetswaschung kommst, hinfährst, hinläufst und dann zwei Gebetseinheiten, also zwei Raka'a betest. Die haben wir gerade gemacht. Inshallah kriegen wir den Lohn. Und ich wollte euch nochmal diesen Vorplatz hier zeigen, der so wunderschön ist von dieser Moschee. Guckt euch das mal an. Wie wunderschön. Allein die Verzierungen hier. So, das war's mit dem Masjid al-Quba. Und jetzt fahren wir wohin? Zu einem Berg, der uns liebt und den wir lieben. Seid gespannt. Leute, guckt euch mal diese Palmen an. Einfach aus dem Nichts, hier wachsen Palmen. So Freunde, vor uns seht ihr einen Hügel. Dieser Hügel heißt Rumat. Und hier zwischen dem Hügel Rumat und hinter dieser Moschee, da ist der Berg Uhud. Man sieht sogar ein bisschen hier an dieser Stelle. Und dieser Berg ist ein wichtiger Ort. Warum? Zwischen diesen beiden Erhebungen gab es einen sehr bedeutsamen Konflikt zwischen den Quraysh und den Muslimen damals. Und bei diesen Konflikten ist auch ein sehr wichtiger Sahabi umgekommen. Für die, die es nicht wissen, Sahabi nennt man die Menschen, die im Umkreis vom Propheten Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, gelebt haben und von seinem Leben berichten konnten. Und dieser wichtige Sahabi ist hier in dem eingezäunten Bereich begraben, weswegen man auch diese Moschee,
die Masjid Hamza nach ihm benannt hat. Er hieß nämlich Hamza. Er war nämlich der Onkel des Propheten. Wir gehen jetzt diesen Hügel hoch, werden von dort aus inshallah den Berg Uhud sehen und uns keine neuen Blasen an den Füßen zuziehen. 5 Riyal, heute günstig, morgen teuer. Heute günstig, morgen teuer. Sogar auf diesem Berg verkaufen die einem Sachen, ey, das gibt's doch gar nicht. So, subhanallah, wir haben es geschafft. Und das ist der Berg Uhud. Und guckt euch mal bitte die Schönheit von dieser Moschee an. Subhanallah, ich bin alt. Freunde, es ist so ein bedeutsamer Ort für uns Muslime hier. Es fühlt sich unbeschreiblich an, hier oben zu stehen. So Freunde, wir sind jetzt wieder runter von dem Berg. Haben uns hier gerade ein Eis gegönnt, ich habe es leider nicht gefilmt. Wir fahren jetzt zurück ins Hotel und dort werden wir noch ein bisschen shoppen. Guck mal, Bruder, der spielt einfach Mensch, ärgere dich nicht mitten auf der Fahrt. Das gibt's wirklich nur hier in Saudi-Arabien. Einfach mitten auf der Fahrt, Bruder. Freunde, wir sind jetzt unterwegs zu einem Shawarma-Laden. Unser Bruder Islamquiz hat uns den empfohlen. Er sagt, der ist geisteskrank. Das ist der beste Shawarma-Laden in Medina mit Abstand. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen einkaufen, ein, zwei Souvenirs mitnehmen für daheim. Das hat leider nicht geklappt. Es ist 4 Uhr morgens und die Läden hatten schon zu meiner Verwunderung. Ich werde morgen ein bisschen noch filmen. Das heißt, der Vlog ist noch nicht vorbei. Wir werden Shawarma gleich essen. Morgen zeige ich euch noch ein bisschen so die Stadt rundherum um die Masjid al-Nabawi. Und dann beende ich den Vlog, inshallah. So, wir sind da. Guck mal, der Laden heißt Vitamin. So, einfach der Laden war zu schon. Der Laden ist zu einfach. Brother, finish. Tja. Okay, wir haben den Laden gewechselt. Wir sind jetzt bei Vitamin und etwas, was ich lesen kann. Guck mal, was für verschiedene Soßen. Dynamite. Was passiert bei Dynamite? Das würde ich gerne rausfinden. Dankeschön. Barakallahu fiq, salam alaikum. Und ist die Marke gut? Probier mal gut, weil wenn ich schmecke, ich hol dir noch eine. Sieht auf jeden Fall wild aus. Okay, wir machen den Geschmackstest. Bismillah. Es schmeckt krass. Es schmeckt krass, Bro. Ich hab's dir gesagt, Bruder. Vertrau mir einfach. Bruder, alhamdulillah, dass wir das Essen haben überhaupt. Es ist gleich Fajr-Zeit. Wir gehen jetzt gleich beten. Freunde, subhanallah, wir waren ja regelmäßig auf dem Dach in der Masjid al-Haram in Mekka. Wir haben es gar nicht auf das Dach hier in Medina, in der Masjid al-Nabawi geschafft. Wir sind das erste Mal jetzt gerade hier, kurz bevor wir quasi abreisen, nur noch einen Tag. Und ich wollte euch das einfach nur zeigen, wie unfassbar schön, subhanallah, das hier aussieht. Wir werden jetzt hier das Morgengebet, das Fajr-Gebet beten gemeinsam und dann gehen wir einkaufen. Freunde, eigentlich wollte ich euch noch Medina zeigen. Ich war den letzten Tag einfach, ich weiß nicht, ob man das sieht oder hört, richtig krank. Ich war nicht in der Lage, irgendwie einkaufen zu gehen oder sonst was. Dementsprechend, wir sind jetzt am Flughafen. Wir fliegen jetzt zurück, gleich um 4 Uhr morgens, landen dann um 8 Uhr morgens in der Türkei, Basabiha Gökçen, fliegen dann weiter um 11 Uhr nach Deutschland. Dann gehen wir mittags dann in Deutschland. Inshallah. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich hoffe, Medina hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch den Mekka-Vlog und den Food-Vlog von Mekka auch genossen. In dem Sinne, passt auf euch auf und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.